Da wir eine gewisse Übersicht haben, was da so läuft, finden wir es wichtig und faszinierend, das breite Publikum bekannt zu machen mit diesen Entwicklungen und quasi Impulse zu setzen. Wissenschaftler eingeladen haben. Einer davon war Kohler und sie haben versucht, diese Energiekonzepte von ihm nachzuvollziehen, mit Erfolg. Und darüber gab es einen Geheimbericht, der in den 80er Jahren veröffentlicht wurde und der ist wohl der Grund, warum es nicht verloren gegangen ist. Und viele Informationen, die jetzt hier zum Nachbau geführt haben, sind auch aus diesem Bericht. Der Inhalt noch weiter. Also ich gehe auf Hans Kohler allgemein ein und die Geschichte, sowohl unsere mit ihm als auch die Geschichte allgemein. Dann dieser Stromerzeugernachbau, warum sieht er genau so aus, die Dimensionen und so weiter, wo kommen die ganzen Informationen her? Dann welche Experimente und Messungen haben wir bisher daran gemacht und die Vorführung beinhaltet dann auch die Messung und am Ende von dem Vortrag werde ich noch auf das allgemeine Thema Magnetismus und Quantenfeldstrahlung oder Nullpunktenergie eingehen, wo herauskommt, welcher fundamentale Zusammenhang da auch besteht. Und einen Ausblick gibt es auch noch. Also einen Teil habe ich schon erzählt, aber hier der vielleicht für uns auch an der TU Berlin wichtigster Teil war, dass der recht bekannte Elektrotechnikprofessor Kloss an seinem Institut 1926 dass ein ähnliches Gerät gemessen hat und bestätigt hat, dass es sechsfach mehr Energie ausgibt, als man hineinsteckt. Der berühmte Professor Schumann mit den Schumann-Resonanzen in München, der vorhin schon vom Professor Meil erwähnt wurde, hat das Gerät dann auch noch kurz danach getestet und ist ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass es sich hier um eine echte Neuerung handelt. Und beide Professoren haben empfohlen, man möge das doch weiterverfolgen. Das wurde dann auch weiterverfolgt. Letztendlich landete es dann bei den Briten in England und die haben mit Kohler noch ein Jahr gearbeitet und dann ist er leider verstorben, kurz bevor da wirklich das in die entscheidende Endphase mit dem Stromerzeuger gehen konnte. Dieser hier Originalfoto von einem der wenigen Berichte, die noch übrig geblieben sind. Hier sieht man auch, dass er 1980 deklassifiziert worden ist, also freigegeben wurde. Hier sind auch noch Bilder von der Akte, in der auch noch 40, 50 Dokumente sind, die ich jetzt nicht hier alle erwähnen werde, aber bis zum Totenschein, bis hin zu, was er verdient hat in England, alles ist dort dokumentiert und auch jede Menge Schriftverkehr. Und für die Experten hier unter Ihnen kann ich schon mal sagen, dass diese Akten zu 90% aus administrativen Sachen bestehen und nur zu 5% aus technischen. Schon damals stritten sich verschiedene staatliche Stellen, wer denn nun zuständig ist. Oder es wurde empfohlen von einem Herrn aus Norwegen und dann stritten sich die Engländer nun darum, okay, wenn der Norweger jetzt Ansprüche auf das Patent hat, dann soll er die Entwicklung bezahlen. Oder aber er sagt, er partizipiert mit und dann bezahlen wir. Also solches Hickhack bestimmt diese Akte. Aber sie ist Zeugnis davon, dass das alles tatsächlich stattgefunden hat. Und auch vor ein paar Jahren war schon ein sehr interessanter Vortrag, ich glaube in Wien, vom Cyril Smith in England, der auch dies alles ausgegraben hat, der auch im Archiv war und diese Dinge für uns hier fototechnisch herausgebracht hat. Nun, hier ist ein Bild vom Magnetstromapparat. Also wenn man die Geschichte kurz anguckt, dann ist es so, dass 1920 der Stromerzeuger, also ein ähnliches Gerät wie dort links, erfunden wurde. Und in den 30er Jahren dann dieser Magnetstromapparat später entwickelt wurde, um zu demonstrieren, dass dieses Prinzip auch ohne Eingangsenergie funktioniert. Weil man wird sehen, hier drüben stehen ein paar Batterien, während der Magnetstromapparat
ohne Eingangsenergie funktionierte. Und schon damals haben, auch heute wird es oft von Investoren gefordert, bitte ohne Eingangsenergie, wir wollen das Ganze mal autark sehen. Und auch damals hat Kohler schon mit seinen Partnern zusammen diese Notwendigkeit gesehen, um zu überzeugen, ein Gerät zu haben, was eben auch ohne Eingangsleistung funktioniert. Der Unterschied ist nur, der Stromerzeuger hat bis zu 6 Kilowatt geliefert, in der Form vielleicht etwa bis zu, wenn jetzt noch ein paar mehr Platten da sind, vielleicht bis zu 10 Watt. Es gab aber wohl mal eine 6 Kilowatt Version, der Magnetstromapparat hat nur ein halbes Watt geliefert. Und deshalb, das ist auch ein Punkt, warum wir uns dem Stromerzeuger zuwenden, weil der einfach sehr viel mehr Leistung gebracht hat und der Magnetstromapparat doch mehr ein kleines Demogerät ist. Über den Magnetstromapparat gibt es aber viel mehr Informationen, nämlich technische Zeichnungen, genauere Beschreibungen, auch nicht hundertprozentig vollständig, aber im Vergleich zu dem Stromerzeuger ein erheblich besseres Informationsmaterial. Bei dem Stromerzeuger war lange völlig unklar, wie sah er denn eigentlich nun wirklich genau aus, weil es gibt kein Foto und keinen Schaltplan. Hier ist noch eins der Kernteile aus dem Magnetstromapparat, eine sehr, sag mal, eigenwillige Konstruktion aus einem Magneten, wo auch Physik, also statisch, starr, die äußere Spule an den Magnetkern fixiert wird und auch noch elektrisch fixiert wird. Beides wird hier dokumentiert. Und aus unserer Sicht spielt das natürlich eine wichtige Rolle bei der Funktion des Gerätes. Es würde verbinden die elektrischen, die mechanischen und die magnetischen Schwingungen, was eben sehr interessant wird. Dies ist wohl ein Nachbau vom der 1980 in Hannover gezeigt worden ist. So, vom Hathaway. Das glauben wir, weil so ganz klar ist es uns nicht, wo dieses Foto herkommt. Es sieht viel älter aus als 1980, aber war wohl aus von 1980. Hier ein Beispiel. Wir haben also in den letzten Jahren auch über den Magnetstromapparat in verschiedenen Zeitschriften publiziert. Ich erwähne das alles, weil ich nicht sehr viel weiter auf den Magnetstromapparat eingehen werde, sondern hier nur dokumentieren möchte, dass wir uns da schon sehr lange und intensiv mit beschäftigen und dass man das auch in dieses Paper kann man umsonst runterladen bei Science Direct. Man braucht also nur Ludwig Kohler und vielleicht noch Magnetic Current googeln und dann kommt man auf die Seite. Vieles von dem habe ich jetzt schon erwähnt. Also Kloss und Schumann haben in den 20er Jahren das getestet. Nach 1945 haben hier eben der Hurst und vor allen Dingen der Sandberg, das ist der Norweger, der die treibende Kraft war. Sandberg hatte schon in den 40er und 30er Jahren versucht, mit Kohler diesen Apparat zu entwickeln, war aber dann von der Marine ausgebotet worden, weil in den 30er, 40er Jahren ist ja bekannt, welches Regime da in Deutschland geherrscht hat. Und da haben die staatlichen Stellen das sozusagen an sich gezogen und die ausländischen Investoren sind da nicht so zum Zuge gekommen, hatten aber schon Gelder investiert. Und so kam es, dass Sandberg nach dem Krieg dann auch weiter versuchte, die Sache wieder aufzugreifen. Er überzeugte den Hurst und andere in England, dass man doch der Sache nachgehen sollte, dass sie dann auch taten. Man redete mit Kohler, der war kooperativ, der wollte gerne mitmachen. Man hat ihn dann engagiert, ich glaube für 50 Pfund im Jahr. Das, so heißt es, waren damals ein üppiges Wissenschaftlergehalt und oder ein normales Wissenschaftlergehalt. Und das hat er dann 1947 gemacht. Ganz wichtig ist auch noch die Verbindung, die der Cyril Smith auch vor mehreren Jahren hier in Wien dann präsentiert hat auf eurem Kongress, dass das Norby-Patent, wir werden uns das gleich noch im Detail angucken, wohl Bilder und Grafiken zeigt, die dem Stromerzeuger ähneln oder vielleicht sogar das Gleiche sind. Warum er die beiden Geräte erfunden hat, habe ich schon erzählt, eben, dass der Magnetstromapparat später kam, um eingangslos zu demonstrieren. Aber es kommt eben relativ wenig raus und deshalb sind wir auch jetzt zum Stromerzeuger übergegangen. In diesem Bericht
der, glaube ich, so 20, 30 Seiten hat, von dem britischen Geheimdienst, ist mehr als die Hälfte geht es um den Stromerzeuger, weil der Stromerzeuger schon immer das interessantere Gerät war, mit dem sich mehr Leistung produzieren ließ, der auch, mit dem man auch wirklich ein Haus betreiben kann. Und es eben auch das Gerät war, was Kloss und Schumann getestet haben, also in den 20er Jahren. Es soll auch eine 6-Kilowatt-Version gegeben haben, die Kohlers Haus in Kolberg betrieben hat, aber das ist keine sehr gesicherte Erkenntnis. Obwohl wir auch in Berlin versucht haben, Leute aufzutreiben, die Kohler noch kannten und sogar mal so ein bisschen auch herangekommen sind an irgendjemanden. Ich weiß nicht mehr genau, aber es gab irgendwelche Verwandte, die den noch kannten. Ha? Schwiegersohn, ja, ja. Also wir haben versucht, das so weit wie möglich nachzuvollziehen, ist aber... Wir haben Leute getroffen, die ihn mal getroffen hatten, oder? Das immerhin. Ja. Und berichtet haben. War der inhaftiert in England, in Wimbledon? Nein, er war nicht inhaftiert, er war beschäftigt. Das denke ich mir schon ein Unterschied. Also man hat ihn eingeladen und ja. Das war in Südengland. Das war in Südengland. Da so in der Nähe von der Küste, der Surrey hatte damals auch Grafiken, wo das genau war. Bin jetzt nicht so der England-Experte, dass ich das sagen kann, aber es war ziemlich an der Küste, da gab es verschiedene Militärforschungseinrichtungen und einer davon hat da gearbeitet. Ja, ich glaube eher, dass er letztendlich dann, er wurde befragt, aber dann später hat er gearbeitet in einem Labor, die sich sonst auch mit Radiowellen beschäftigt haben. Hier sehen wir nochmal einen Nachbau, der eben 98 in Berlin auch entstanden ist. Hier sehen wir klar die Struktur des Magnetstromapparates, ne? Dieses Sechseck aus diesen Spulen. Und das haben wir auch intensiv untersucht und habe auf die Veröffentlichung hingewiesen. Hier ist noch ein Anbau einer anderen technischen Universität. So, hier auch, wie wir das im Labor getestet haben. So, ein paar Dinge, auf die ich noch hinweise. Wir haben also jetzt nicht nur versucht, den Magnetstromapparat zum Laufen zu bringen. Da kommt was raus. Das halbe Watt haben wir auch öfters gesehen. Aber wir hatten immer gehofft, es würde mal richtig mehr rauskommen. Und auch wie Kohler beschreibt, wie er das Ganze tuned, also wie er die einzelnen Sachen durch feine Einstellungen in eine bestimmte Position bringt und dann eine besondere Energieausgang, Ausgangsleistung bekommt, das haben wir so nicht wirklich nachvollziehen können. Und deshalb haben wir dann versucht, das Phänomen von anderen Richtungen aus anzugehen. Und eins ist eben, wo auch uns ein Australier draufgebracht hat, ist der magnetoakustische Effekt. Das ist, man sieht hier, ich habe da zwei Spulen auf den Magneten gebracht, links. Und wenn man das, das ist auch veröffentlicht, hier kann man auch alles nachlesen. Hier werden Domänen verschoben und man hat entdeckt, dass wenn sich magnetische Domänen in so einem Magnet verschieben, dass damit auch eine Längenkontraktion, also eine Längenveränderung des Stabes einhergehen kann. Also je nach Material. Bei bestimmten Materialien ist das stärker, bei anderen Materialien ist das weniger, aber eigentlich bei den meisten magnetischen Materialien gibt es so eine Längenveränderung. Und das kann man eben dazu nutzen, den Stab in physikalische, also in mechanische Schwingungen zu versetzen. Und hier sind mal so die Grundmoden, also die Grundschwingungszustände eines Stabs aufgezeichnet. Und genauso ein Muster kann man dann, je nachdem, wie man ihn fixiert, ne, das ist der Unterschied hier zwischen den Grafiken, einmal ist links geklemmt, einmal ist das Ganze freischwingend. Dann gibt es ein bisschen unterschiedliches Spektrum an Eigenfrequenzen. Und hier ist so eine Grafik, wie man das misst. Im Prinzip lässt man eine Spule über den Magneten laufen so und guckt an verschiedenen Positionen und dann merkt man einfach, also man hat eine Spule, das ist hier dieses Bild hier vorne, man hat eine Spule, mit der man den antreibt, also wo man eine Frequenz auf den Stab gibt und auf der anderen Spule nimmt man einfach die Schwingung des, die elektromagnetische Schwingung des Stabes wieder auf und dann sieht man, dass an den Stellen, wo er eben schwingt, wo gerade so ein Wellenberg ist, er also stark schwingt, ja, das muss man sich hier so vorstellen, an den Stellen, wo er stark schwingt, da induziert er was in die sogenannte Pickup-Coil, also in die Testspule, da kommt dann was hinein und
Wenn man dann den Stab abfährt, dann kann man genau diese Bewegungsmuster eben feststellen. Das haben wir hier gemacht. Also das hier ist der Aufbau dafür und hier sind die Ergebnisse grafisch dargestellt und ich hoffe, Sie können das gut erkennen. Man kann also erkennen, je nach Position der Spulen hat man manchmal gar nichts im Blauen. Also da, wo man aufgreift, wo man testet, da ist dann manchmal nichts und manchmal viel. Und auch die Phasenverschiebung lässt sich sehen. Also an manchen Stellen ist der Wellenberg in der gelben Kurve und der in der blauen Kurve an der gleichen Stelle. Und an manchen ist es um 180 Grad versetzt. Das kann man also alles hier schön mit feststellen. Und auch manche Stellen schwingen stärker als andere. Man kann dann hier so ein ganzes Spektrum auch abfahren und sieht, dass da auch noch eine Überstruktur vorhanden ist. Und wenn man sich dann ganz genau hier wirklich in wenigen Herzschritten diese Schwingung anschaut, dann sieht man, dass eine einzelne Eigenschwingung auch noch wieder aus Unterschwingungen, so Nebenmaxima, besteht. Der Physiker würde da denken, dass sozusagen die Hauptschwingung noch überlagert ist durch eine andere Schwingung, vielleicht eine Transversalwelle oder eine seitliche Welle. Dann kann es zu solchen Phänomenen kommen, dass an einer Stelle noch kleine Nebenmaxima sind. Gut, das sind sozusagen, am Ende bringe ich noch eine andere Untersuchung, die wir gemacht haben, aber das sind so die ganzen Untersuchungen, die wir gemacht haben. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Stromerzeuger. Und was wir hier sehen, ist links die Liste aus der Akte, wo drinne steht, was der Kohler hatte sozusagen in England schon das ganze Material gekauft, um den und besorgen lassen, um den Stromerzeuger zu bauen. Und als er dann nach einem Jahr eben starb, hat der Sandberg das alles aufgekauft zum Schrottpreis und mit nach Norwegen genommen. Und die Liste daraus ist ein wichtiges Indiz für uns mit Maßen, weil die Platten, Gewichte und Stärken der Drähte angegeben sind, ist das ein wichtiges Dokument. Das rechts, dieses schöne Bild, und Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass das, was wir dort sehen, einfach aus zwei Ebenen besteht, während hier eben 14 Ebenen dargestellt sind. Und dieses Bild stammt aus dem Norby-Patent. Also es hat ein Norweger in Schweden, aber bin mir nicht da, das war schon getrennt, aber Norwegen und Schweden waren ja bis, glaube ich, 1905 oder so auch ein Land. Jedenfalls in Schweden gab es eben dieses Norby-Patent und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es eigentlich genau das Gleiche sein muss, weil einfach unheimlich viele Parallelen da sind. Und insofern war jetzt für dieses Projekt, haben wir sozusagen die Bilder und Grafiken aus dem Norby-Patent genommen und haben die Maße vom Kohler genommen und die Hinweise aus dem Geheimdienstbericht, wo Leute den Kohler beschreiben. Und aus der Akte gibt es dann noch so einen Brief, wo auch Leute das beschreiben. Und daraus haben wir die Informationen gezogen. Das hier ist also das Patent Nummer 159.487, schwedisches Patentamt. Kann man immer noch runterladen aus dem Internet. Und da sind eben wichtige Grafiken. Die eine haben wir schon gesehen. Das hier ist sozusagen die Hauptgrafik, wo das Gerät aus verschiedenen Richtungen gezeigt wird. Man kann eben hier auch erkennen, links an unserem oder rechts für Sie das Gerät dort. Man hat in der Mitte diese Querplatte mit den Magneten, die hier sehr viel kleiner dargestellt sind. Wir haben uns aber an die Maße vom Cola gehalten. Und auch die Plattengröße haben wir von den Cola-Maßen genommen. Hier sind ja im Patent keine Maße angegeben. So, gehen wir den Aufbau mal Schritt für Schritt durch. Also in der Mitte haben wir die Platte und ich hoffe, hier ist sowas wie ein... Genau. Also das, was wir hier sehen, diese Stäbe hier, das sind Weicheisenkerne, im Prinzip Elektromagnete. Man hat also hier drumherum eine Spule und man hat den eigentlichen Kern. Der Kern ist wiederum verbunden hier über diese Konstruktion hier in der Mitte ist so gestaltet, dass man das Ganze, die Platte in der Mitte herausziehen kann und wieder hineinstecken kann. Insofern gibt es sozusagen so Gleitkontakte aus Messing,
wo sich das beide berührt, was jetzt vom elektrischen Standpunkt nicht so wichtig ist. Aber die Magnete hier, die sind verbunden mit den Platten. Das sind diese Drähte, die das hier darstellen. Das Haupt ist eigentlich, das besteht aus Platten, und zwar Kupferplatten, großen Kupferplatten. Das sind diese Ebenen hier. Das hier sind Holzabstandshalter. Und hier diese Kabel sind noch sehr wichtig. Die bilden Flachspulen, die zwischen den Stapeln, zwischen den gestapelten Kupferplatten sich befinden. Das ist sozusagen das Grundgerät. Man hat gestapelte Kupferplatten, zwischen den Kupferplatten hat man Flachspulen. Und die Kupferelemente sind nochmal wieder verbunden mit den Kernen der Magnete. Und es gibt noch einen eigenen Stromkreis, so einen Hilfsstromkreis, der die Spulen um die Elektromagnete versorgt, der aber gänzlich getrennt ist von den anderen Stromkreisen. So, wir gucken mal, ob als nächstes das Bild kommt. Hier ist jetzt die Verschaltung des Hauptkreises zu sehen. Hier ist dargestellt, wie die Kupferplatten verdrahtet sind, und hier ist dargestellt, wie die Flachspulen verschaltet sind. In dem Norbi-Patent steht eben auch drin, wie das Norbi-Gerät funktionieren soll, also was eigentlich das Grundprinzip ist. Und das Grundprinzip laut Norbi ist, dass sich hier eine elektrische Spannung aufbaut. Man sieht eben, es ist immer Minus- und Plusplatten wechseln sich ab, sodass also ein Feld entsteht. Ansonsten fließt hier erstmal kein Strom. Und genauso ist hier, die Flachspulen sind so verschaltet, dass im Endeffekt die beiden Pluspole der Batterien und die beiden Minuspole, die einen über die Platten und die anderen über die Flachspulen, jeweils mit dem anderen Pol der anderen Batterie verbunden sind. Sodass aber kein Strom fließt, es sich nur sozusagen eine elektrische und magnetische Spannung aufbaut. Jetzt sagt Norbi, um Strom zu produzieren, muss ich diese Feldlinien durchschneiden und unterbrechen. Und das mache ich eben normal durch mechanische Sachen. Und Norbi sagt eben, hier in diesem Gerät wird das elektrisch gemacht. Und die Unterbrechung soll durch diese Magnete stattfinden, die hier mit den Platten verbunden sind. Die sollen dafür sorgen, dass die Feldlinien unterbrochen sind. Das ist so jetzt das Grundprinzip. Das haben wir jetzt beschrieben. Vielleicht noch ein paar Details. Das eine Detail ist, wo wir jetzt also uminterpretiert haben, beziehungsweise wir haben Dinge ergänzt, die nicht zu sehen sind. Der wichtigste Punkt ist, dass wir interpretiert haben, dass dieses P hier, diese Verbindung der beiden Platten, dass das die Magnete, diese Kerne von den Magneten sind. Und zwar kann man sich das so vorstellen hier. Diese Verbindung hier, die jetzt hier über diese Leitung zu einer Platte geht, die geht auf der anderen Seite zu der gleichen Ebene, zu der gegenüberliegenden Platte sozusagen. Und wenn man sich hier unten, hier drunter, diese Schraube hier als elektrische Verbindung denkt, dass sozusagen hier eine Schraube durchgesteckt ist, dann wäre es genau so, dass hier diese Verbindung P entstehen würde. Wenn man sich Handskizzen anguckt, mal gucken, wo die sind, hier ist die Handskizze, das ist eine Handskizze von Kola in dem Geheimdienstbericht. Wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man, dass das naheliegend ist, es so zu sehen. Wir haben hier die Platten und die sind verbunden über die Magneten und hier über eine Spule. Aber es ist sozusagen, die Platten sind verbunden über die beiden Magnete. Das hier könnte die Kopplung sein, weil Norbi sagt, die beiden Spulen, die beiden Elektromagnete müssen genau dicht gegeneinander auf jeweils der einen und der anderen Seite der Platte sein, was sozusagen dafür sorgen würde, und die sind auch genau umgekehrt angeordnet, dass es eine magnetische Kopplung gibt. Und wir nehmen an, dass das hier dargestellt wird. So, das ist also hier nicht zu sehen, aber zum Bau haben wir diese Information
verwendet. Wie die Magnete angeordnet sind, also das hier stellt jetzt den Hilfskreis dar. Und da kann man eben sehen, wo Plus angeschlossen wird. Und dann geht das Plus erstmal hier hinten hin. Dann geht es oben, dann geht es unten hier in die Spule rein, hier wieder zurück und so weiter, sodass die Richtung des Magnetfelds hier überall eben gleich ist. Und auf der anderen Seite wird dann ganz klar dargestellt, dass die Spulen auf der anderen Seite einen entgegengesetzten Wicklungssinn haben. Also die einen sind rechts gewickelt, die anderen sind links gewickelt. Und hier sehen wir auch die Details, wie das verschaltet ist. Das haben wir versucht, hier auch genau so zu realisieren. Soweit zu dem ganzen Grundprinzip und die Maße. Wie gesagt, wir haben hier diese Liste hier. Kann man natürlich aus der Entfernung jetzt nicht sehen, aber da steht eben ganz genau drin, okay, es gab 28 Kupferplatten. Die Kupferplatten waren 8 Zoll mal 48 Zoll mal 0,108 Zoll und so weiter. Das steht da eben drinne. Ja, zusammen mit dem Norby-Patent haben wir daraus eben diesen Nachbau konstruiert. Wird auch in verschiedenen Netzforen so diskutiert. Gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Bin da gerne offen, falls Sie da noch eine andere Idee haben. Höre ich mir das gerne an. Das hier ist jetzt der Test, eins von den Testreihen, die in dem Geheimdienstbericht veröffentlicht sind. Und daraus kann man wiederum die Stromstärke der einzelnen Kreise erkennen und auch, welche Batterien verwendet wurden. Es wurden also, genau wie wir hier auch verwendet haben, 6 Volt Bleibatterien verwendet. Und was allerdings erstaunlich ist, ist, dass diese Batterien, es wird auch angegeben, wie viele Amperestunden die haben. Und dann wird hier quasi angegeben, wenn ich die belaste, dann habe ich also hier 4 Volt, wenn ich nicht belaste. Das hier ist sozusagen der Lastwiderstand. Und wenn ich belaste, dann bin ich auf einmal bei 4,7 Volt, was natürlich doch ein erheblicher Einbruch der Spannung ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also die Batterie war entweder nicht gut geladen oder naja. Also da gibt es ein paar kleine Unstimmigkeiten. Auch warum hier eine 6 Volt Batterie verwendet wurde, dann aber nur 0,5 Volt da sind. Wir haben das so realisiert, dass wir einfach hier sozusagen einen Drosselwiderstand in den Kreis mit eingenommen haben, um den Strom auch hier so zu begrenzen. Haben wir 20 Ohm mit in den Kreis hineingenommen und dann kommt man gerade auf die Werte. Dann kommt man auf 0,5 Volt Spannungsabfall an dem Spulenkreis, an dem Hilfskreis und dann fließen auch gerade 0,25 Ampere. Das kommt jetzt demnächst. Ja, hier sind Bilder von unserem Nachbau. Das sieht vielleicht einfach aus, aber es war eine ganze Menge Arbeit, bis es mal so aussah. Geld hat es auch gekostet. Und wir haben aber eine ziemlich ordentliche Werkstatt mit eigener Fräse und Drehmaschine und so. Und insofern haben wir das halbwegs so hingekriegt. Wir wollten es noch aufwendiger machen, aber aus Zeitgründen haben wir dann das ein oder andere etwas einfacher realisiert. Auch die Stärke der Drähte, letztendlich landet man dann bei ähnlichen Drähten und so, weil es war eben nur Gewicht und Stärke angegeben. Naja, dieser Aufbau ist dabei rausgekommen. Wir haben auch noch genug Platten, das sieht man hier in diesem Bild. Wir haben noch mehr Platten, hier ist noch ein ganzer Stapel. Geplant ist eigentlich 10 Stück zu machen. Aber wie man aus der Handskizze vom Cola erkennen kann, und dazu gibt es ja auch noch Text, ist es so, dass man das Grundprinzip auch an 4 Platten nachvollziehen kann. Und deshalb sind wir im Moment bei dem Stadium, dass wir diese 4 Plattenanordnung erstmal weiter untersuchen wollen. Aber es ist geplant, das Ganze noch auf 10 Platten zu erweitern. Und ja, wenn wir dann noch weiteres Geld finden, dann machen wir auch noch mehr. Insbesondere, wenn wir sehen, dass da sich was weiter draus entwickelt oder was herauskommt. Hier sehen wir jetzt das kurz vorm Abtransport in der
vollen Verschaltung. Und was haben wir noch? Hier ist nochmal eine seitliche Ansicht davon. Man kann also erkennen, wir haben hier die Kupferplatten. Auf den Kupferplatten sind so Striche. Das ist der Draht. Der Draht ist hier eben herumgewickelt, auf, jeweils auf einer Ebene. So wie man in einem Bild das gesehen hat. Man kommt hier rein, geht dann darüber, kommt hier zurück, geht dann hier wieder hin und dann geht es da weiter und so weiter, bis man fertig ist. Ausgang ist hier. Und was man nicht ganz so leicht sieht, aber die Platten sind auch noch elektrisch kontaktiert. Und zwar hier. Und auf der anderen Seite sind die Platten mit Silberdraht verbunden. Mit der Batterie. Ja, wir verwenden moderne Messtechnik, einen Scanner. Man hört es auch, ich habe es angeworfen, damit es nachher nicht so lange dauert. Hier können wir 10 Positionen messen. Wir messen 4 mal Spannung, 4 mal Strom über kleine Schandwiderstände, die ein bisschen angepasst sind an die einzelnen Stromsegmente. Und in dieser Anordnung messen wir alles Gleichstrom, weil das war ja auch hauptsächlich gemessen in dieser Tabelle, die wir da gesehen haben. Sicher sind auch Untersuchungen von Wechselphänomenen interessant. Dazu kommen wir dann noch später, weil gerade diese Unterbrechung und die Schwingung, die berichtet wurde, die muss ja auch irgendwo zu finden sein und so weiter. Jedenfalls, hier sehen wir jetzt also nochmal den gesamten Aufbau, einschließlich des Messgerätes. Ja, es gab auch noch eine ganze Menge Hilfssachen, die man braucht. Messer, Zangen und Bohrer, Kleber, alles Mögliche, um das so aufzubauen. Und hier sehen wir jetzt ungefähr auch das Bild, was wir dann gleich in der Vorführung sehen. Wir haben das Gerät zeichnet sozusagen hier die einzelnen Parameter, die man misst, auch so als Kurve auf, abgespeichert wird es natürlich auch alles, sodass man hinterher das nachvollziehen kann. Und hier sehen wir eben, wir haben 4 mal Spannung. Das eine ist die Spannung am Ausgang, das steht oben. Dann haben wir die Spannung an den Flachspulen, die Spannung an den Platten und die Spannung am Magnetkreis und den jeweiligen Strom dazu. Und das Gerät berechnet dann auch hier noch die Gleichstromleistung. Einmal hier, einmal den Ausgang, einmal den Eingang und einmal, was noch im Magnetkreis verbraucht wird, sowie noch 2 Temperaturen. Ja, so, das ist also das Ganze. So gibt es noch ein paar mehr Kurven, die nicht auf den Bildschirm passen. Und das Ganze ist in LabVIEW programmiert. Das ist also eine Programmiersprache, die es erlaubt, so ein Gerät zu steuern und aufzunehmen, die Daten abzuspeichern und so weiter. Lässt sich auch mit anderen Geräten dann noch weiter vernetzen. Das läuft also auf dem Computer ab und diese Sprache hat sozusagen erlaubt, das Ganze so darzustellen. Das ist jetzt das Ergebnis von 2 Testläufen. Um es vorwegzunehmen, bisher haben wir die Energie Verstärkung noch nicht gefunden. Aber hier sehen wir mal, was also im Moment los ist. Wir haben also 6,45 Volt in den Batterien unter Belastung. Was wir auch sehen, ist, dass der Plattenkreis sehr viel mehr Strom beisteuert, also ungefähr 10-20%. Das liegt daran, wenn man sich den Aufbau nochmal, den elektrischen Aufbau nochmal anguckt, dann ist es so, dass diese Flachspulen hier gegenüber diesen Vollkupferplatten aus 3 mm dickem Kupfer, diese Drähte haben einfach mehr Widerstand. Also die Drähte kommen insgesamt vielleicht auf 2 Ohm Widerstand, während die Platten 0,2 Ohm, also hauptsächlich durch die Kontaktierung auch, haben. Und das spiegelt sich dann eben in den Tabellen auch wieder, dass der Plattenkreis erheblich mehr zum Strom beiträgt als der Flachspulenkreis. Die Magnete haben wir eben durch den 20 Ohm
Drosselwiderstand so eingestellt, dass aus der 6 Volt Spule dann eben noch 5 Volt an den Magneten 0,5 Volt abfallen und entsprechend 250 Milliampere an Strom fließt. So, und am Ausgang, das ist vielleicht auch noch sehr spannend, sieht es dann eben so aus, dass ein ganz klein wenig weniger herauskommt, als man hineintut. Wobei das im Moment auch im Rahmen der Genauigkeit liegt. Diese Schanz, die ich hier verwende, sind jetzt keine Hochpräzisionsschanz. Und der ganze Aufbau zielt eigentlich auch mehr darauf hinaus, diese sechsfache Energieanomalie zu finden, als jetzt auf 0,1% genau die Ein- und Ausgangsleistung zu messen. Aber auf 1% ist es schon genau und im Moment kommt sozusagen ungefähr das raus, was man hineingibt. Kohler hat auch beschrieben, dass es schwierig ist, das Ganze zu tunen. Kloss und Schumann schreiben beide, sie durften das Gerät schon anfassen und dies und das tun, aber nicht elektrisch neu konfigurieren oder wesentliche Elemente anders machen, weil Kohler gesagt hat, ey, dann kriege ich das nicht sofort wieder hin, dass es dann wieder so läuft. Das war aufwendig und schwierig. Leider habe ich noch nicht mal rausgekriegt, was er eigentlich an diesem Aufbau jetzt so filigran eingestellt hat. Daran arbeiten wir noch sozusagen, um überhaupt zu gucken, okay, ist es die Kontaktierung, ist es die Spulenlänge? Also es sind ja offensichtlich nicht Dinge gewesen, nehme ich an, wo man einen ganzen Eisenkern kürzer drehen muss oder so. Das klang nicht so. Aber irgendwas hat er gemacht, um das fein einzustellen. Da müssen wir uns jetzt noch hinarbeiten. Ja, das waren jetzt so unsere Messungen und so weiter. Wir gucken nachher noch auf die Vorführung. Was wir vielleicht jetzt noch machen, um das Ganze zu komplettieren, ist Kohlers Erklärung ein bisschen durchgehen. Kohler war berühmt dafür, dass er nicht genau erklären konnte, warum dieses Phänomen auftrat und es auch nicht physikalisch jetzt wirklich erklären konnte. Er war auch kein Physiker und so. Er hat das so dargestellt, als er sich mit Magnetismus beschäftigt hat, hat er erkannt, dass es sich beim Magnetismus um ein Frequenzphänomen handelt. Und er gab an, dass 180 Kilohertz, grob, die Schwingung dieses oder die Frequenz dieses Phänomens sind. Und wenn wir gucken, was wir zum Beispiel mit diesen magnetoakustischen Resonanzen gemacht haben, dann war das auch so, dass in dem Bereich 100 Kilohertz diese Effekte auch sind. Und es gibt noch andere Effekte, die hier eine Rolle spielen, die auch in dem Bereich 100 bis 200 Kilohertz sich aufhalten. Stichwort wären noch Spinnenwellen und ähnliche Dinge. Also er sagt, es gibt diese Schwingungsphänomene und wenn man alles richtig anordnet und diese Schwingungssysteme richtig koppelt, dann kann man damit Raumenergie anzapfen. Er hat auch diesen Begriff schon verwendet und im englischen Bericht taucht auch dieser Begriff so auf. Wir machen jetzt noch einen kleinen Sprung in die tiefere Wissenschaft. Und zwar möchte ich noch kurz erwähnen, wo der Zusammenhang zwischen Magnetismus allgemein und dem Nullpunktenergiefeld, mit dem ich mich ja auch schon sehr lange beschäftige, liegt. Und es ist so, dass in der heutigen modernen Physik es so gesehen wird, dass dieses magnetische Moment des Elektrons, also dass ein einzelnes Elektron überhaupt magnetisch ist, das kann man ausrechnen durch Quantenfeldeffekte. Sozusagen der Spin und auch das magnetische Moment des Elektrons entstehen, wenn man die Dirac-Gleichung, das ist eine Gleichung innerhalb der relativistischen Quantenmechanik, wenn man die ansetzt, dann kommt gleich dieser Spin und auch das magnetische Moment heraus. Allerdings fehlt dann noch etwas. Also wenn man es ganz klassisch machen würde, man sagt, das Elektron ist ein kleiner Magnet, der sich dreht, dann müsste, man nennt das gyromagnetisches Verhältnis, also Ladung zu Masse und so, müsste 1 sein. Es ist aber 2,023. Die 2 kann man durch die Dirac-Gleichung berechnen. Und die
Die Differenz davon kann man dann berechnen, wenn man den Austausch des Elektrons mit dem Hintergrund-Quantenstrahlungsfeld berechnet. Das nennt sich Strahlungskorrektur. Hier sind Bilder, wie in der modernen Physik diese Phänomene dargestellt werden. Wir sehen also auf der einen Seite quasi das Elektron, was sich dreht und was dadurch einen Spin erzeugt, also weil sich bewegende Ladung erzeugt, Magnetfeld, das ist so die Grundannahme hier. Und man geht davon aus, das Elektron hat eine gewisse Ausdehnung und wenn sich das dreht, dann entsteht ein Strom und dieser Strom erzeugt ein Magnetfeld. So. Und darunter sieht man jetzt viele ausgerichtete Pfeile. Das soll heißen, dass der Dauermagnetismus, wie wir ihn kennen, ein Kollektiveffekt ist aus vielen einzelnen Elektronen, die kollektiv zusammen in eine ähnliche Richtung sich zeigen. Und dann kommt es, wenn das auch dauerhaft so bleibt wie bei Magneten, dann entsteht dieser Dauermagnetismus. Das rechts, diese kleinen Grafiken mit den Linien und den Wellen, so, das sind Feynman-Graphen, so wird dann, wenn man diese Graphen berechnet, kann man diese kleine Abweichung berechnen, weil hier wird gezeigt, wie das Elektron, was einen Kern umkreist, das ist das oberste, wenn man noch die Aufnahme von Photonen aus dem Quantenstrahlungsfeld, was uns umgibt, also hier ist das Bild in der modernen Quantenfeldtheorie, dass der Raum von sehr viel Aktivität erfüllt ist, von Teilchen, die entstehen und vergehen, von Photonen, die entstehen und vergehen. Da gibt es also, kann man jetzt hier abendfüllend drüber berichten. Habe ich auch schon gemacht, mache ich jetzt nicht. Wir wollen uns ja nicht wiederholen. Auf jeden Fall diese sogenannte Nullpunktenergie und so, die in der Physik eben auch Quantenfeldtheorie heißt, die, wenn man das berechnet, diese Wechselwirkung zwischen dem Elektron, das sich dreht, und den Photonen, dann kann man diese kleine Abweichung vom elektromagnetischen, vom gyromagnetischen Verhältnis berechnen. Und es gilt auch als eine der größten Leistungen dieser Quantenfeldtheorie, dass man A, den Spin, B, das magnetische Moment und dann noch die kleinste Abweichung genau berechnen kann. So, jetzt, und das führe ich hier an, um aufzuzeigen, dass es zwischen diesem Strahlungsfeld, was Kohler auch als Raumenergie bezeichnet, ja, die uns umgibt und ein großes Energiereservoir darstellt, in dem wir uns bewegen, dass Magnetismus an sich schon ein Effekt ist, der dadurch gespeist wird. So, und ich denke, es liegt nahe, dass man eben über den Weg des Magnetismus diese Energie anzapfen kann. Ich denke, das ist ein sehr vielversprechender Ansatz. So, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste erzählt. Und ja, hier gibt es noch so ein paar Grunddinge, die man jetzt noch aufführen könnte, was überhaupt hier die Nullpunktenergie ist. Aber das bin ich schon oft durchgegangen und so. Und ich denke, im Anbetracht der Zeit machen wir das nicht nochmal intensiv. Oder besteht da Interesse dran, das nochmal zu wiederholen? Nicht, keine Zeit, gut. Dann, wenn das genauer interessiert, kann mich gerne fragen. Also im Endeffekt kommt heraus, dass eben der Raum von eben diesen Aktivitäten erfüllt ist, von diesen Teilchen, die kommen und vergehen. Felder spielen da eigentlich keine Rolle mehr in der Physik, weil kein Mensch genau weiß, was ist jetzt eigentlich ein Feld. So sind die Physiker eben zu diesen Teilchen-Austauschphänomenen gekommen. Das Letzte, was ich noch erwähnen möchte, ist, wir haben auch die magnetische Resonanz untersucht, hier mit dem Magnetkraftmikroskop, und haben versucht, eben diese 180 Kilohertz und die Struktur dabei zu finden, mit einem sehr feinen Kraftmikroskop, und haben aber jetzt, hier sieht man, bei 180 Kilohertz in der Formation nichts Spezielles gefunden. Der Ausblick, und dann kommen wir zur Vorführung, ist, hatte ich schon erwähnt, dass wir von dem Vierplattenaufbau eben erstmal den versuchen wollen nachzuvollziehen, Kohlers Grundprinzip sehen wollen und von da aus dann eben zu der Erweiterung zu kommen, da 10 Platten draus zu machen und so zu
ja auch vor allen Dingen zu finden, dass man damit Überschussenergie produzieren kann, beziehungsweise Energieverstärkung kann man es, also es hieß eben auch bei Norbi und bei Kohler, es handelt sich um eine Stromverstärkung. Ja, weil was Sie damals beobachtet hatten, dass beim Ausgang eben der volle Strom hinauskommt, aber wenn man das Ganze richtig tunt und diese Unterbrechung stattfindet über den Magnetkreis, wenn man den dazu schaltet, dass dann der Strom aus den Batterien auf einmal erheblich sinkt, sodass das Gerät letztendlich sozusagen volle Ausgangsleistung bringt, aber den Strom aus den Batterien um den Faktor 6 verstärkt. Und das wollen wir natürlich finden und da werden wir also noch weiter dran arbeiten. Hier ist noch jede Menge Literatur über die Dinge, die ich erzählt habe, Dinge, wo man zum Nachlesen benutzen kann. Ja, damit schließe ich erstmal den Teil des Vortrages. Über die DVR habe ich noch nichts erzählt und auch noch nicht über. Und jetzt machen wir aber erstmal die Vorführung, würde ich sagen. Ne? Wer über die Deutsche Vereinigung für Raumenergie noch mehr wissen will, kann gerne auch mit mir noch darüber sprechen. Auch der Andreas Mantai aus dem Büro ist mit da und wir sind gerne bereit, da Fragen zu beantworten. Ja, also machen wir die Vorführung, würde ich sagen. Ja, also hier drüben, vielleicht gehen wir mal auf die Kamera, genau. Sehen wir jetzt also das Gerät und hier vorne sehen wir auch die Messung. Müssen wir mal anwerfen hier, dass man es auch sieht. Wir warten noch, bis die Technik hochfährt. Also was wir im Prinzip gleich machen werden, ist, wir werden die Last dazu schalten, die ist noch nicht verbunden, dann wird die Glühbirne auch leuchten. Und dann werden wir auch den Magnetkreis noch dazu schalten. Und wenn sich jetzt durch den Transport irgendwas so verstellt hat, dass es jetzt getuned ist, dann würden wir das beobachten, dass die Eingangsleistung geringer ist als die Ausgangsleistung. Oder umgekehrt. So. Ist jetzt was zu sehen? Ja, wunderbar. Okay. Das heißt, als erstes mal hier auf die Lampe schauen und gleichzeitig auf die Werte. Also hier verbinde ich das gleich. Ich mache das mal. Zack. Jetzt leuchtet die Lampe. So. Sollte hier nicht zusammenkommen. So. Jetzt kann man hier sehen, dass Strom fließt. Wenn man hier reinguckt, die Spannung fällt ab. Wenn man hier in diese Grafik guckt, sieht man, dass die Spannung abgefallen ist von 6,6 auf jetzt 6,2 oder 6,3 Volt. Gleichzeitig ist der Strom hochgegangen auf 1,2 Ampere. Der Ausgang hat sogar, ja, der Ausgang hat 1,2 Ampere. Der Eingang wird gespeist von einem Ampere aus der einen Batterie und von 0,2 aus der anderen Batterie. So, und jetzt kann ich diesen Magnetkreis dazu schalten. In der Beschreibung von anderen, die Kohler beobachtet haben, stand, dass er das Tuning gemacht hat, indem er hier eine lockere Verbindung gemacht hat. Dass also der Magnetkreis mal ein- und mal ausgeschaltet war und dann hat er diese Position gesucht, die diese Energieverstärkung bringt. Heißt aus meiner Sicht, er hat eben durch diesen Impuls, den Anfangimpuls, kann man eben einen Schwingkreis auch in Bewegung setzen. Weil ein Puls hat immer sehr viele Frequenzen. Also ein Rechteckpuls hat quasi alle Frequenzen. Und insofern denke ich mir, hat er das auch benutzt, um diesen Kreis zum Laufen zu bringen. Ja, was sehen wir? Im Moment sehen wir, dass wir 7,4 Watt hineingeben und 7,3 Watt in die Lampe bringen, herausnehmen. Dazu müsste man noch die 0,1 Watt zählen vom Magnetkreis, sodass im Moment haben wir hier noch nicht die Stromverstärkung. So,
Jetzt können wir natürlich den Kreis mal sozusagen öffnen und beobachten, wie sich das tut. Scheint jetzt keinen großen Unterschied zu machen. Nochmal ab. Man kann hier also an dem Aufbau dann sowohl sehen, dass die eine Batterie dann die andere Batterie lädt. Also da die eine Batterie stärker belastet ist, gibt es dann Ausgleichsströme von der einen Batterie zur anderen, bis sie sich ausgeglichen haben. Deshalb gibt es da in den beiden, in dem Plattenkreis und in dem Flachspulenkreis auch Strom, wenn man keine Leistung abnimmt. Ja, wir schalten das auch nochmal dazu. Haben wir jetzt Glück. Ja, das, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, denke ich mir, stehe ich gerne zur Verfügung.